Herzlich willkommen zum heutigen Expertentipp. Ich möchte euch heute eine Wärmepumpe vorstellen. Wir sind hier in einem Heizraum, der ist kurz vor der Fertigstellung, kurz vor der Inbetriebnahme der Anlage. Es handelt sich hier um eine Luftwärmepumpe zum Außengerät. Gehen wir nachher noch kurz, zeige ich euch da dazu noch ein bisschen was. Hier im Innenbereich befindet sich die Elektroschaltbox. Hier befindet sich auch die Regelung, die die ganze Anlage steuert und regelt. Hier haben wir eine Hydraulikbox. Von außen kommt die Wärme vom Außengerät zur Hydraulikbox und wird hier verteilt in Warmwasser und Heizung. Hier haben wir den Wärmepumpenspeicher, also das ist der Trinkwasserspeicher, der besonders große Wärmetauscherflächen hat, um einfach das Trinkwasser mit niedrigen Temperaturen zu generieren. Hier geht es dann schon direkt in die Fußbodenheizung. Hier ist der Fußbodenheizungsverteiler. Von dort aus geht es dann in die einzelnen Räume und ja, es kann jeder Raum dann einzeln gesteuert werden, je nach Bedarf und Wärme. Hier haben wir noch den technisch notwendigen Pufferspeicher zum Abtauen der Luftwärmepumpe und hier noch die Pumpengruppe, die das Wasser in die Fußbodenheizung befördert. Ja, das war es dann auch schon. Und wir gehen dann kurz nach draußen. So, jetzt sind wir draußen angekommen. Hier sieht man ein Außengerät der Wärmepumpe stehen. Hier im Fall haben wir zwei, weil es zwei Doppelhaushälften sind und somit auch zwei einzelne Anlagen sind. Hier kurz zum Technischen. Wir nutzen hier die Energiequelle Luft, daher auch die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Wir ziehen die Luft an durch das Gerät durch den Verdampfer. Hier wird mit der Wärmepumpentechnik das Temperaturniveau erhöht und wir blasen hier eiskalte Luft aus. Dadurch generieren wir Wärme und können das Haus mit Warmwasser und Heizung versorgen. Wenn ihr Fragen dazu habt, unsere Energiesparhotline steht euch zur Verfügung oder unter diesem Video. Schreibt es mir einen Kommentar, ich freue mich drauf. Liebe Grüße, euer Armin.